Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2, ja, Part Nummer 19. Ja, im letzten Part haben wir den, wie ist er nochmal, der Prügelknabe vom Bowser Junior, den Boss, den wir besiegt haben. Egal, hab den Namen vergessen. Ist noch wieder eine Woche her, ja, eine Woche. Und ja, ich habe jedes Mal wieder auf neueste Bock auf das Game. Ich würde ein bisschen hingehen und das Spiel heute durchspielen, aber ja. Wie viele Folgen werden das? Ich glaube, das werde ich an einem Tag nicht schaffen. Deswegen, ja, man soll es auch echt nicht übertreiben. Ja, wir haben auf jeden Fall ja den Boss besiegt und sind jetzt hier in Welt 4 angekommen. Ui, dauern 200. Nehmen wir einfach mal mit, oder? Würde ich mal sagen. An Bord nehmen. Habe ich so viel? Ich muss mal gucken, weil ich habe ja welche eingelagert. Oh, ein Gourmet-Luma ist an Bord. Du sollst ihn besser füttern, bevor er zu quengeln anfängt. Ja, und das mit dem Scrolling. Jetzt habe ich auch schon festgestellt, jetzt wenn ich B gedrückt halte und dann A drücke, dann boostet es halt so schnell vor, ja. Ja, das haben wir ja schon gelesen, gell? Dass man halt dann weiß, dass man zumindest scrollen kann. So. Guck, einmal ganz kurz gucken, was für, wie viele Sternteile ich habe. Ob das überhaupt ausreicht, wenn nicht, muss ich ein bisschen farmen. 500, das reicht nicht. Okay, dann müssen wir den wohl ein bisschen eine Weile sitzen lassen, gell? Dann bin ich ja mal gespannt, dass ich dann vielleicht mal offscreen dann das ein oder andere Level dann nochmal mache, um halt ein paar Sternteile zu sammeln. Weil, ja. Also 500 haben wir im Lager, heißt wir brauchen 700, damit wir den füttern können. Okay. Oh, Giga Goomba Galaxie, okay. Das fängt schon mal direkt gut an. Oh, aber ich sehe schon, wie das aufgebaut ist. Also eine Röhrein, klein und groß bestimmt wieder. Erinnert mich an Gulliver Goomba von Mario 64 oder auch von Super Mario Bros. 3 in Land der Riesen, gell? Riesenärger mit dem Maxi-Wicklern. Ui. Ja, die heißt Giga Goomba Galaxie, aber wir haben ein Problem mit einem Wickler. Okay. Ui, ui. Das ist wirklich alles riesengroß hier. Okay. Okay. Aber, wie gesagt, ich liebe ja sowas. Immer die Ideen dabei. Ui. Oh, mit Luigi. Okay, mit Luigi. Hey. Hallo, Bruderherz. Wie auf der Sonne Powerstern? Wenn du möchtest, mit Luigi. Nee. Oder muss ich A gedrückt halten? Irgendwie drücke ich gerade nur A und es geht trotzdem. Ich finde das krass, wie groß der Luma da ist. Na Luma, du wirst mich doch nicht auffressen hier. Na du? Größere Goombas als hier habe ich noch nie gesehen. Ja, du musst nicht so schreien. Ich bin klein und ängstlich. Ach ja, aber es gefällt mir. Ich finde es toll. Na, warum mache ich überhaupt Mühe, die Münze einzusammeln, frage ich mich gerade. Prallt ab, der nimmt ihr nicht mal mehr an, gell? So, weil große Goombas kennt man ja schon, gell? Aber ein großer Luma ist jetzt so eine Sache für sich, gell? Na du? Oh, man sollte ihn vielleicht auch treffen, gell? Und die Kometenmünze ist einfach mal geschenkt. Ui! Sind wir irgendwo... Ach, ist überhaupt... Die ist gar nicht zum Einsammeln. Ach so. Ich habe jetzt gerade überlegt, ja, die Münze erinnert mich voll an Paper Mario Color Splash. Weil, ja, weil wir da auch eine riesen Münze hatten, die wir wieder... Oh, geht gar nicht. Oder bin ich richtig draufgesprungen? Das will ich jetzt wissen. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Okay, okay, okay. Ich bin weg. Okay, große Goombas kann man nicht besiegen. Zumindest nicht in dem Sinne, wo ich mir gerade hier... Ui. Alter. Okay, aber ich finde es auch klasse. Es ist nicht einfach nur alles groß, sondern... ja, man hat auch einfach... noch ein bisschen extra Ideen eingebaut, gell? Also so wie die Pflanze zum Beispiel rauskommt. Gib Gas! Mit Z in die... Okay, also Weitsprung oder was? Wenn wir jetzt noch keinen Weitsprung können, dann... Ja, ein schöner Sprung. Dann weiß ich auch nicht. Ui, die sind mal riesig. Oh. Was macht ihr da hinten? Ja gut, ist es egal, wie viel Leben ich hab, gell? Weil,
Wenn ich hier zwischen drei gequetscht wäre, dann ja, bin ich eh Game Over. Eieiei. Also jetzt fühlt man sich wirklich klein. Also normalerweise, es gibt ja in meisten Marios auch irgendwo hier und da mal einen großen Gegner. Aber das hier ist mal wirklich gewaltig im Vergleich. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, Checkpoint. Na, hoch da. Eieiei. Oh, okay, sehe schon. Wir laufen einen Weg mit den... Ah, okay, verstehe. Also schön die Koopas hier besiegen. Oh, die Münze hätte ich schon ganz gerne. Das war jetzt sehr dumm, gell? Gib mir die Münze und dann, ja. So, aber die sammle ich jetzt ein, die Münze. Weil wir müssen nicht immer auf kurz vor knapp stehen, würde ich mal sagen. So. Alles klar. Aber gefällt mir, wie gesagt. Ich liebe das ja, ich liebe das. Vor allem, man spielt dann Mario Galaxy das erste Mal und es ist so, als würde man ein komplett neues Mario spielen. Und das ist halt das Schöne daran, ja. Na du, Luma, du? Mit der Drehung schaffst du sogar diese Riesen. Ach so. Oh, ich sehe gerade, wir sind auf... Ah, okay. Da hätte ich auch den Erst besiegen können. Aber gut, man kann nicht draufspringen. Seht ihr übrigens auch, weil ich gerade rumlaufe, auf riesigen Sternteilen. Das Level gefällt mir richtig gut, bin ich ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Oh. Verstehe. Ein bisschen Weitsprungübung oder was in dem Sinne. Aber sollte kein Problem sein, gell? Yeah. Okay, und hier müssen wir aufpassen wegen den Pflanzen. Ey, nicht den Fragezeichenblock aufsnacken hier. So, Achtung. Okay, da sind Münzen drin, aber brauche ich ja nicht. Okay, also gut, dass man die wegwirbeln kann. Dann stören sie mich auch nicht, wenn ich, oh. Wenn ich hier versuche, hier durchzukommen. Na, okay, verstehe. No. Das ist alles so groß, dass ich die Entfernung nicht mehr wirklich mitkriege, gell? Weil, ja. Eieiei. So, warte mal. Kurzer Zwischenabschnitt. Ui. Blumen. Yay. Das ist schön hier. So, was mag ich ja eigentlich auch, wenn man so ein bisschen hier die Umgebung verschönern kann, gell? Speziell in anderen Spielen ist es ja so. Da konnte ich mir alles wachsen lassen. So, habe ich alles? Oh. Aha. Ach, das... Ach so, das war ein optionaler Stern. Ich denke mir nur, ja gut, okay. Aber auch gut. Vor allem den Stern hätte man doch auch gesehen, wenn ich nach oben geguckt hätte, oder? Okay, gut. Optionaler Stern. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich denke mir einfach nur, gut, ich mache das nur, weil ich Bock drauf habe, die ganzen Blumen da blühen zu lassen. Und dann, ja, und dann war das sogar gewollt. Okay, ja. Ja, ein Geist, weil ich ja mit Luigi gespielt habe, gell? So, und dann gehe ich da gleich nochmal rein. Ich freue mich hier in dem Spiel wirklich auf jedes neue Level, bin ich ganz ehrlich. Oh, und ein Komet. Aber den mache ich, wie gesagt, den mache ich später. Weil ich möchte nochmal in dieses Level rein. Na, Luigi? Wir wissen ja, dass wir mit dir spielen können. Und das sagt ja auch leider immer dasselbe, also kann ich es auch wegdrücken. So, ich möchte mal in das Level rein. Ich will nur mal gegen Riesenwickler kämpfen. Und man, dadurch, weil wir das Level jetzt schon gesehen haben, wissen wir ja natürlich jetzt auch, wo es lang geht. Ist vielleicht eine Sache für sich, dass man halt sozusagen das halbe Level nochmal komplett spielen muss. Weil man halt, ja, den versteckten Stern hier findet. Und voller Blütenpracht. Aber ich find's gut, wenn man auf solchen Wegen halt selbst auf die, versteckten Sterne kommt, als wenn man halt wirklich überhaupt keinen Plan hätte. Aber ja, ihr habt ja gesehen. So, und weil Luigi schon hier durchgerannt ist, darf jetzt wieder Mario rumrennen, gell? Mario kann dann auch mal zeigen, wie man Goombas besiegt, gell? Weg mit dir.
Achso, und ich sollte vielleicht auch immer wieder gucken, dass ich Sternteile einsammle, damit ich hier den Luma füttern kann, gell? So, also jedes mitnehmen, was man kriegen kann. Wenn auch nicht übertreiben, gell? Aber was mich jetzt halt einsammelt, das muss ich dann später nicht nochmal einsammeln. Na, ich bin gerade auf einer ganz schlechten Position. Und da kann ich auch runterfallen. Okay, warte mal, machen wir mal anders. So, man kann ja auch mal den Rückwärtshalter benutzen, wenn auch eher selten. Wobei in den meisten Fällen... Was machst du denn jetzt hier, du komisches Schild? Das war aber vorhin nicht da, oder? Ist auf jeden Fall egal. Achtung. Ich brauche kein Schild, was mir zeigt, was ich zu tun habe, gell? So. Und hier natürlich das Ganze besser machen, ohne dass man sich hier treffen lässt, gell? Ich merke übrigens gerade, dass die Musik hier auf... Ja, ich bin gerade auf die Musik eingegangen, gell? Das ist hier einfach Super Mario Bros. Musik. Vermutlich, weil man es schon so gewohnt ist, dass, ja. Oder besser gesagt, nicht gewohnt, sondern ich habe es einfach nicht wahrgenommen, weil es halt, ja doch, vielleicht aus dem Grund. Aber eher, weil mich das Level an sich abgelenkt hat, weil das hier so riesengroß ist alles. Ganz viele Sternteile, nehme ich gerne alle mit. Na, Riesenluma. Ich finde es klasse. So, gehen wir aus dem Blickfeld hier. So, das da hinten waren ja nur Münzen, deswegen lasse ich das einfach mal sein. So, ich finde es übrigens auch gut gemacht, dass es, dass die Pflanzen zwar groß sind, aber dass man halt trotzdem die Möglichkeit hat, auf den, am Rand von den Röhren zu laufen, damit man halt nicht unbedingt jetzt, ja. So, ganz kurz möchte ich mal gucken, ob man den Stern hier, ja, seht ihr? Den Stern sieht man da oben. Aber ich habe überhaupt nicht auf den Stern geachtet gehabt. Meine Güte. So, und halt hier jetzt einfach durch, bis man halt am Stern ist, gell? Oh, ich glaube, deswegen hat man nochmal gezeigt bekommen, wie der... Uiui, sind die schneller als ich? Oh, die sind vor allem... Die haben relativ hohe Hitbox in dem Sinne, gell? So, alles klar. So, und ein Stern. Und die Wegler können da halt gemütlich rumrennen. Ich weiß zwar nicht, wo sie hinwollen, aber okay. So, ja. Gefällt mir ganz gut. So. Wieder ein paar mehr Sternteile. Ich meine, es hat ja den Vorteil, wenn wir durch die Level gehen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, die, also noch mehr Sternteile zu sammeln. Jetzt ist der Luma schon wieder da. Muss man den immer wiederholen dann extra, oder was? So, ich muss gerade mal kurz gucken, was jetzt hier... Nee, das war noch ein, zwei da hinten, gell? Das war das zweite Schloss, alles klar. Und ich denke mal, dass das dann auch vermutlich wieder so eine Zeit-Challenge sein wird gegen den Boss. Denke ich mal. Ich sollte ruhig sein. Am Ende ist es wirklich hier Eintreffer-Ding oder Münzen sammeln, während man gegen Boss kämpft, gell? Beeilung. Okay, die vergessene Lava. Der vergessene Lava-Stern, ja. Bowser's Lava-Imperium, ja. Oh. Ah, okay. Also nicht kein Boss, sondern wir müssen das Level hier auf Zeit spielen. Okay. Alles klar. Aber es ist nicht so weit. Also da hinten ist, glaube ich, schon das Ziel. Aber wir sollten auf jeden Fall die Zeit einnehmen. Einsammeln, gell? Na komm, hau ab. Weil du lässt dir diese komischen kleinen Sternchen spawnen, gell? So, alles klar. Also dürfen wir halt gemütlich jetzt durch die Gegend rennen, gell? Natürlich immer wieder Zeit einsammeln. So. Ich meine, das Level sind wir ja auch schon gewohnt irgendwo, sagte er und springt bewusst in die Lava rein, gell? Bisschen unterschätzt, wie weit die Reichweite war. Aber wir müssen uns ja beeilen, also ist da nicht großartig mit rumstehen und warten. So. So, dafür nehme ich aber gerne mal ein bisschen Zeit in Anspruch, wenn ich Zeit einsammeln kann, gell? So. Du nervst mich mal nicht hier, hau ab.
Und der Vorteil ist halt auch dadurch, na, dass wenn man halt hier, ja, wenn man solche Sterne hat, dass man natürlich die Möglichkeit hat, oh, da hätte ich auch, glaube ich, geradeaus die ganze Zeit springen können, oder? So abkürzen. Na, war auch Drybones. Na. Ich achte jetzt wirklich nicht mehr auf die Zeit, sondern ich gucke einfach nur, dass ich möglichst schnell hier durchkomme. Na komm, stampf du mal. So, und dann nochmal an dir vorbei. Na, lass mich... Ich glaube, man kann da auch wirklich an... dann vorbeilaufen, wenn der... Ah, wir müssen es sogar noch öffnen. Ja, okay. Oder ist das Level doch länger als gedacht? Scheinbar, okay, doch, das Level ist doch länger als gedacht. Das ist das ganze Level nochmal, okay. Ja, man merkt schon, die Challenge hier ist speziell, ja. Achtung, nicht runterfallen. Da geht die immer so leicht kopfüber hier, die Kamera. So, ja, das ist wirklich das ganze Level nochmal, okay. Na, Kamek, du hörst mal auf, da rumzuballern. Ich bin gar nicht da. Verschwinde. Okay, und hier mal jetzt noch die Laser am Ende, gell? Also muss ich dann am Ende nochmal dann genau auf die, gegen die... Ah, ne, da vorne müsste eigentlich schon der Stern sein, gell? Ja, okay, doch. Wollte gerade sagen. Weil ich habe noch das Tor in Erinnerung gehabt, wo, wo mir halt noch 3 Meteoriten dran schießen mussten. Aber passt. Freut mich. Ja, sowas mag ich eigentlich. Wie gesagt, wenn der Weg klar ist, hat sich ja nichts verändert, außer dass man halt ein bisschen Zeitdruck hat. Und ich bin ja sowieso hin und wieder mal gewohnt, durch die Level zu rennen. Und ja, gleich sie komplett. Und dann hat man natürlich auch weniger Probleme gegen solche Sterne, gell? Oh, und schon haben wir da noch einen Komet. Okay. Okay. Ein paar Zeit. Ja, okay, ich guck, was für ein Komet es ist. Wenn es wieder Münzen sind, dann, ihr wisst ja, dann... Na, guck mal, machen wir ein paar Weltkarte, damit wir Level überspringen können. Wenn es Münzen sind, dann nicht, weil das wird dann vermutlich dann wieder zu lange dauern, je nachdem, was wir machen müssen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir auf Zeit durch müssen, irgendwas machen. Na? Beeilung, Maxi Victor sind zurück, okay, alles klar. Okay. Aber auch mal interessant, dass man dann sozusagen eine Welt komplett in einem einem Zug beendet. Sag ich mal, ich sollte es erstmal schaffen, gell? Ich sollte ruhig sein hier. Manchmal wirklich, gell? So, weil hier kann man ja keine Zeit einsammeln. Hier heißt es direkt zum Ziel, gell? Mal wieder auch schön die Geschwindigkeitsmusik, sag ich mal. Na, Mario, schon richtig springen? Und hier natürlich auch aufpassen wegen den Pflanzen. Na, geh, komm hoch, du. Eher gesagt, komm runter, du Röhre. So. Ich meine, man hat ja immer mehr Zeit, als man wirklich braucht, aber ihr wisst ja, wie es ist. So. So, gehen wir mal bewusst oben rum, auch wenn es, glaube ich, länger dauert, gell? Ja, okay, dauert länger. Oh. Toll. Also eigentlich überhaupt keine Zeit gespart gerade da eben, gell? Am Ende ist es doch ein bisschen schwieriger hier, gell? So, deswegen halt hier ein bisschen konzentrieren, damit man auch die großen Koopas gleich trifft, gell? So, alles klar. Weil der nächste Abschnitt mit den Wicklern, da darf ich eigentlich runterfallen. Das kommt ja noch dazu, gell? Vor lauter hier durchhuschen. So, Sternteile. Die sind nicht mal annähernd in der Nähe von denen, gell? So, ganz gemütlich darüber. Eine Minute haben wir noch und ich bin hier eigentlich jetzt schon. Ja, viel zu langsam. So, mal ein bisschen Risiko eingehen, weil sonst schafft man es von der Zeit her nicht.
So, gleich weiter hier. Ja, das wird knapp. Das wird knapp. So, zum Glück können wir hier abkürzen durchs Rüberspringen, ja? So, Achtung. Ob das so schlau war? Ja gut, aber passt. Das passt. Ganz gemütlich. Okay. Haben wir jetzt wirklich in einem Zug hier, also in einem Part, eine Welt abgeschlossen? Aber klar, wenn man halt immer fleißig die ganzen Kometenmünzen eingesammelt hat, dann hat man früher oder später wirklich alle Kometen hinter sich. Aber finde ich ganz gut so. Nicht so wie beim ersten Teil, wo man halt wirklich ja, immer wieder hin und her laufen musste, weil die Kometen erstmal erscheinen mussten. Und dann haben wir sogar für den nächsten Part dann genug ja, Sternteile für den Gomeluma. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario Galaxy 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.